Tischtücher, Betttücher und andere grosse Stofffetzen. Die sammeln die Künstler Frank und Patrick Ricklin im Moment in der Ostschweiz im Auftrag von der Region Appenzell, St. Gallen, Bodensee. Es ist aber eine besondere Art von Standard-Marketing. Daraus geht aus diesen Tüchern soll es nämlich ein grosses Picknicktuch. Frank Ricklin, im Moment sind ihr gerade zur Waldkirch unterwegs. Was läuft gerade bei euch? Also zur Zeit sind wir einfach am Suchen und am Sammeln von rötlichen und weisslichen Stoffteilen mit einem Mindestmaß von 1,40 auf 1,40. Wie läuft denn die Suche nach den Tüchern? Ich stelle mir das noch schwierig vor. Also bis jetzt ist die Suche extrem erfolgreich verlassen. Der Wagen, den wir haben, also das kleine Traktörli, ist eigentlich schon zweimal übervoll gewesen. Wir mussten schon ein Zwischenlager einrichten. Das ist zurzeit in der Bischof Textil in St. Gallen. Und wir sind selber ein bisschen herausgefordert, weil wir haben nicht gedacht, dass so viel zusammenkommt. Wir sind jetzt aber immer noch dran und suchen einen Haufen. Und ihr sammelt nicht nur Tücher für das Picknicktuch, sondern wichtig ist für euch eben auch der Entstehungsprojekt von diesem riesen Tuch. Was erlebt ihr da dabei? Wir sind ja hautnah mit den Leuten im Gespräch. Wir steigen in den Keller, wir steigen in Estrich. Es gibt zum Teil sehr ausführliche Gespräche und dann mal eine Entdeckung, die einfach unglaublich ist. Zum Beispiel gestern im Wittenbach sind wir, nachdem die Person an und für sich keine Tücher hatte, mal in einem Estrich gelandet und dann mal einen ganzen Schrank voll Tücher sich offenbart hat. Also wie ein Tresor, wie ein Stofftresor. Und es ist interessant, viele Leute haben das Gefühl, der Stoff sei zu wenig schön oder zu wenig geeignet. Aber im Gegenteil, wir haben eigentlich fast alles. Es muss einfach das Mindestmaß von 1,40 auf 1,40 und aus der Tonfamilie rot oder weiß kommen. Also, so sieht es aus. Frank Ricklin, heute noch unterwegs zur Waldkirch. Und vielleicht kommt er ja auch noch an eure Türen läuten und verlangt dann nachher einen Tug. Nicht verschrecken, das ist ein Kunstprojekt. Mehr nachlesen zum Entstehungsprojekt von diesem grossen Picknicktuch könnt ihr auf picknick.ch. Und dort steht auch, wo das Ricklin-Brüder noch durchkommt und wie ihr euer Tuch beisteuern könnt. Einfach gut informiert. Einfach FM1.